A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Ja, und damit Hallöchen, Pippöchen. Wie lange haben wir das schon nicht mehr gehört? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur ersten Folge vom Farming Simulator 2020. Ich werde mal hier kurz in eine Einstellung reingehen. Ich war wirklich noch nirgendwo drinne. Ja, mal gucken, dass wir gleich erstmal kurz hier die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Machen wir auch mal auf 70. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt. Machen wir erstmal 60. Können wir jetzt noch wieder hochschrauben. Ich werde gleich auf ein paar Sachen eingehen, die ich die letzten Monate wirklich extrem viel gefragt wurde. Vollbild, Fenstermodus. Wir machen mal das Vollbild ganz normal an. 5% Helligkeit. Das war mal so. Sichtfeld 60. Lassen wir auch erstmal in-game. Das machen wir mal. 75. Kamera wackeln. Aktiviere oder deaktiviere das Wippen des Kopfes deines Charakters, wenn du dich bewegst. Ja, das machen wir an. Tastaturschaltung. Ich will jetzt hier aber auch gar nicht so viel rumpimmeln. Erstmal. Mausempfindlichkeit. Das ist okay. So, boah, haben wir jetzt hier die Musik? Hier ist doch Musik. Hier ist doch immer noch die Musik. Musik! Gehen wir die Musik hier nicht aus im Vormenü? Ach, da. Menü, okay. Ach, müssen wir anwenden. Okay. So, auf jeden Fall freue ich mich natürlich wieder da zu sein. Die Hauptfrage, die ich natürlich die letzten Wochen immer wieder gestellt bekommen habe, Bobby, wann bist du wieder am Start? Wann fängst du wieder an? Wann streamst du wieder? Wann kommt von dir was? Etc. pp. Was ist überhaupt mit dir los? Und ja. Fangen wir das Ganze mal von hinten an abzuarbeiten. Als erstes, voila, ich bin wieder da. Allerdings nicht in voller Gänze, wie ihr sehen könnt. Die Kamera wird irgendwann nochmal wieder neu kommen. Das wird aber ja noch ein bisschen durcheinander laufen die nächsten Wochen, Monate. Das hat ein paar Gründe.
Und zwar werde ich anfangen erstmal, dass ich mindestens dreimal die Woche auf jeden Fall ein Gameplay hochladen möchte. Fest. Da habe ich mir den Dienstag, den Donnerstag und den Samstag rausgesucht. Deswegen seht ihr diese Folge jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt heute noch hochlade oder morgen. Das muss ich sehen, wie lange das passt. Ich muss natürlich auch schauen, wie das mit der Auflösung passt von der Aufnahme, wie groß die sind, ob es mit dem Ton jetzt passt oder nicht. Das sehe ich natürlich dann, ja, wenn ich das jetzt heute einmal gemacht habe. So, ihr habt es natürlich bestimmt auf meinem Kanal schon gesehen. Es ist tote Hose. Es ist komplett tote Hose. Es ist nichts mehr da. Ich habe auch alles, was noch da war, großgeschmissen. Wir machen einen Cut, weil ich habe auch bei mir privat im Leben einen radikalen Neustart so gesehen. Wie ihr wisst, ich bin seit fast einem Jahr mit der Pink Peach zusammen. Bin mega happy. Wir wollen jetzt auch bald zusammenziehen. Und da ist der größte Knackpunkt, dass meine Internetleitung bei mir zu Hause nicht unbedingt die beste ist. Das wissen viele. Ich bekomme allerdings nächstes Jahr, spätestens im Sommer, Glasfaser. Das Lustige ist jetzt natürlich an der Geschichte, ich werde aber bis, denke ich mal, spätestens nächstes Jahr im Sommer hier wegziehen. Ich werde mit meiner Angetrauten zusammenziehen. Und aber da ist das Internet auch besser. Einige von euch haben bestimmt auch schon mitbekommen via Instagram, dass ich des Öfteren natürlich an meinen freien Tagen, weil ich arbeite ja auch schon jetzt seit über ein Jahr wieder, was natürlich auch die Möglichkeiten des Streams, Aufnehmen etc. pp. natürlich auch ein bisschen einschränken, weil ich halt berufstätig bin. Aber ich habe immer mal wieder ein paar freie Tage, wo ich mich dann natürlich bei meiner Freundin aufhalten werde. Und da sie natürlich auch berufstätig ist, habe ich dann die Möglichkeit, von da dann zu streamen. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich Gameplays. Und das wird immer so ein bisschen, ja, streamsmäßig wird demnächst auch wieder kommen, aber wie gesagt, noch ein bisschen unregelmäßig. Wenn wir dann zusammengezogen sind, selbst dann, jetzt aber erst zoomen, bevor er Schreck bekommt, selbst dann kann ich nicht sagen, ich streame jeden Samstagabend, bam, oder jeden Mittwochabend, weil ich habe, ne, in der Pflege arbeite ich, Altenpflege. Ich habe mal Frühdienst, ich habe mal Spätdienst, ich habe mal frei. Aber ich werde das immer so machen, dass ich einen groben Plan immer mir so erstelle, den werde ich dann entweder im YouTube-Banner oder in der Kanal-Info-Seite mit rein posten, wann ich wie was vorhabe. Ich habe mir so überlegt gehabt, immer so spätestens am Sonntagabend lade ich einen neuen Kanalbanner hoch, wo dann immer steht, was ich die Woche über mache. Und da kann man sich das die Woche so ungefähr einteilen. Zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt habe ich drin stehen Dienstag, Donnerstag und Samstag Gameplay. So werde ich das die Woche definitiv auch handhaben. Und nächste Woche, wenn ich dann gucke, wie viele Folgen ich vielleicht aufgenommen habe, kann ich ein paar mehr hochladen, freischalten etc. pp. Ja. Das andere wurde ich natürlich viel gefragt, wie es mit meiner Therapie läuft, weil ich ja seit August letzten Jahres in Therapie bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht's wunderbar. Mir geht's sehr gut. Die Therapie läuft zwar noch, aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe noch, glaube ich, 10 oder 11 Stunden. Die Therapie so an sich eigentlich ist so gesehen vorbei, aber die Stunden, die ich noch habe, die werden wir noch nehmen. Und ja. Zu diesem Ganzen, was ich jetzt gerade gesagt habe, werde ich aber auch noch mal ein separates Video hochladen, als Infovideo, damit das auch alle mitbekommen. Ich wollte das jetzt nur so zum Anfang mal einmal raushauen für die grundlegenden Fragen, die ich wirklich die letzten Monate viel gefragt wurde. Die einzigste Frage, ja, warum jetzt Neustart? Wie gesagt, für mich ist das jetzt auch Lebensneustart. Das natürlich jetzt, wenn man jetzt wie ich seit Februar so gesehen nicht wirklich aktiv bin, ja, sind wir mal ehrlich, das sind jetzt seit 9 bis 10 Monaten, wo ich nicht wirklich aktiv war, dass da natürlich nicht mehr die Zuschauerschaft da ist. Das ist klar. Aber ich mache das Ganze auch Spaß. Aktuell. Nächstes Jahr, im Sommer, spätestens, wenn ich umgezogen bin, dann werden wir natürlich auch wieder ein paar andere Sachen machen. Dann kann man auch mal wieder vielleicht Kanalmitglied werden. Dann kann man vielleicht auch mal wieder dies oder das. Aber aktuell, ein halbes Jahr wird es auf jeden Fall so laufen, wie es jetzt läuft. Ganz easy peasy und dann ist gut. So, nun aber zum hauptsächlichen Thema. Die Folge heute, denke ich mal, die erste wird natürlich ein bisschen länger werden. Ich freue mich natürlich aber auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der von euch eingeschaltet hat. Wie gesagt, Kamera wird auch irgendwann mal wieder kommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch schon mal ganz recht herzlich, dass ihr nach über fast einem Jahr den Weg immer noch auf meinen Kanal gefunden habt. Dafür mal ein Däumchen von mir an euch. Apropos Däumchen, ihr dürft natürlich gerne eins oben lassen. Und jetzt kommen wir zum Spiel. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die letzten Wochen und Monate mich mit dem Spiel eigentlich ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt. Ich habe nicht viel mitbekommen. Ich habe
auch bewusst nicht viel gelesen, weil ich war voll im GTA-RP-Modus. Ich spiele momentan sehr, sehr viel privat GTA-RP. Für die, die es interessiert, ich spiele auf den 6-5-Server. Wer Bock hat, einfach join, Einreise und dann vielleicht kann man mal zusammen abchillen. Aber Alice habe ich gerade wieder Bock. Und ich glaube, das Jahr Pause, ich sage es einmal bewusst ein Jahr, ich weiß, es war nicht ganz ein Jahr, aber ich sage es mal ein Jahr, das Jahr Pause tat mir ganz gut, weil ich habe Bock. Ich habe mir am Wochenende das, die Streams von Pijoke angeguckt. Grüße gehen raus. Da habe ich ein klein wenig gesehen, was es gibt, aber noch nicht alles. Heute will ich auf jeden Fall erstmal gucken, die Karten will ich mir anschauen. Ich habe ja auf meiner Kanalseite eine Umfrage gestartet, welche Karte wir spielen wollen. Und die Elm Creek, ich hoffe, Elm Creek, wir sagen mal Elm Creek, hat 60% gekriegt. Deswegen werden wir diese Map jetzt auch spielen. Die Haut, also die Elm Creek hat 60% gekriegt. Die Haut Beleron, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, hat 19% gekriegt und die Erlengrad hat 21% bekommen. Die Erlengrad, korrigiert mich jetzt bitte, wenn ich was Falsches sage. Ihr dürft natürlich auch in den Kommentaren trotzdem sehr aktiv sein. Ich werde mir alles durchlesen. Ich werde auch, wenn möglich, alles beantworten. Würde mich natürlich freuen, wenn wir, wenn ich nur die Gameplays mache, auch darüber kommunizieren können. Die Erlengrad, bin ich der Meinung, das ist noch die Map vom LS19. Wie gesagt, ich habe das letzte Jahr wirklich gar nichts wirklich viel mitgekriegt. Ich werde das so machen, da aber viele gesagt haben, ihr möchtet gerne, dass ich diese Map spiele, habe ich mir das auch wie folgt überlegt. Da ich ja teils Gameplays mache und auch teils Livestreams, diesbezüglich werde ich aber nochmal einen anderen Umfrage machen, die Elm Creek, keine Ahnung, wie das ausspricht, vielleicht schickt mir mal einer auf Instagram eine Sprachnachricht, wie man das ausspricht, werde ich als Gameplay-Folge definitiv machen, aber ohne den Seasons. Ich wollte schon Seasons Mod sagen, aber nein, der Seasons ist ja wohl komplett drin. Also es ist ja kein Mod mehr, also mit den Seasons. Das spielen wir ohne Seasons, damit wir dann natürlich auch ein bisschen vorankommen in den Folgen. Wenn ich livestreame, dann ist die Frage, da starte ich noch eine neue Umfrage. Entweder spielen wir die gleiche Map oder eine andere. Das müssen wir gucken. Aber ich wollte mir natürlich die Maps erstmal angucken. Am schlechtesten bewertet wurde hier die... Heißt sie wirklich Haut Beleron? Ich glaube wirklich, die heißt Haut Beleron. Class Xerion Saddle Track Pack Mods DLC. Ich habe heute übrigens schon auf Forbidden Mods geguckt. Ich nehme das gerade auf am 22.11., also am Montagabend, um 18.39 Uhr haben wir es gerade. Ich habe schon wirklich gesehen, es gibt ein paar Mods. Nicht viele, nicht wirklich was von Fahrzeugen oder von Hänger, aber es gibt wirklich schon ein paar, ich glaube 4, 5 Mods, die man runterladen kann. Ich glaube, das ist irgendwie ein Trigger-Tank, also ein Lagertank oder so. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Nein, wir werden uns jetzt die Karten einmal angucken. Als erstes die Haut Beleron. Werden wir mal gucken, ob wir darüber fliegen können. Ich hoffe natürlich auch, dass mein Controller hier funktioniert. Danach gucken wir uns die Erlengrad an, obwohl wir uns die Erlengrad eigentlich schenken können. Aber da werden wir einmal kurz reinschnuppern. Schauen, ist es wirklich das gleiche, wie wir es aus dem LS19 kennen, oder ist es die nicht? Und dann gucken wir uns die Elm Creek an. Und dann natürlich habe ich schon gesehen, dass man auch ein bisschen bauen kann. Ich habe schon was gesehen mit den Zäunen, die kann man wohl ganz gut ziehen diesmal. Was ich aber ganz am interessantesten fand, und da bin ich gleich wirklich auch mega gespannt drauf, ist die neue Helferfunktion. Dass man jetzt sich irgendwo im Shop einen Traktor kaufen kann und sagen kann, pass auf, Alter, komm, fahr das Ding zum Hof. Ist natürlich geil. Finde ich eine geile Sache. So, lädt er hier? Ja, er lädt. So, dann wollen wir auf Start drücken, wa? Einmal auf die Tastatur kloppen. Zap, zap. Au! Ja gut, da wir uns ja eh die Karten, Maps erst noch mal angucken, würde ich mal sagen, lassen wir das hier erstmal so, wie es ist. Obwohl ich schon gesehen habe, da muss ich, nee, da muss ich jetzt, nein, da müssen wir noch mal kurz gucken. Es gibt ja schon ein paar Outfits. Das sieht ja schon mal ganz geil aus. Also, das hier. Okay. Hat er das jetzt an? Ja, Tatsache.
Also es gibt schon ein paar geile Outfits und ich habe auch gesehen, dass es ein paar Outfits, das sieht so ein bisschen wie mein Mechanikeranzug von GTA RP aus. es gibt schon ein paar geile Outfits, habe ich gesehen, und ich glaube, es gibt auch welche. Oh ja, ich glaube, sowas, das wäre genau mein Stil. Das wäre genau mein Stil. Aber ich habe auch schon gesehen, es gibt hier so eine, genau, hier seht ihr, Original-Sachen. Also ich weiß, viele von euch oder 99% werden das schon bei irgendeinem Streamer oder einem anderen Video gesehen haben. Ist auch nicht schlimm. Ich selber gucke es mir aber jetzt gerade zum ersten Mal an. Und wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, würde ich mich natürlich mega freuen. Auf jeden Fall, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ah, den Klaas, also ich glaube, den würden wirklich sehr viele nehmen, weil es sind ja sehr, sehr viele Klaas-Fans auch mal dabei gewesen. Und auch schon dir. Ist das hier schon dir? Oder was ist das? Nee, Strauß. Ach, hier oben steht es ja. Strauß. Okay, das sieht ein bisschen aus wie eine Karotte. Fendt. Fendt sieht aus wie ein Rennanzug Overall. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Aber mehr so für Force. Ah, hier, John Deere. Also ich würde meinen Arsch verwetten, dass sehr viele mit dem rumlaufen oder mit dem. Würde ich meinen Popo für verwetten. Und ihr wisst ja, dass ich mal gerne den Massey Ferguson, ich weiß jetzt gerade die Nummer gar nicht mehr gefahren bin. Ich denke mal, ich werde das hier so machen dann später. Oder. Ich denke mal wirklich, wo waren die? Der Cowboy. Den finde ich wirklich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, den finde ich gar nicht so schlecht. Man kann das aber natürlich auch personalisieren. Das habe ich auch schon gesehen. Finde ich mega nice. Also was das angeht. Riesen Props, Alter, an Giants Compliment. Das ab da mal, was das angeht, schon mal. Was das angeht, das klingt so abwertend, ne? Richtig geil gemacht. Man kann natürlich auch kombinieren hier, ne? Klaas Hose und wo ist denn hier? Und eine John Deere Jacke, ne? Das war doch hier der Klaas Anzug, ne? War das nicht der Klaas Anzug? Ja, Klaas Anzug. Man kann natürlich auch eine Klaas Jacke nehmen und eine Fendt Hose. Also, das finde ich schon ganz lustig so. Aber egal, genug gepimmelt. Wir wollen Karte gucken. So, willkommen zur Landwirtschafts- oder willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Möchtest du jetzt eine kurze Tour beginnen, die dir die Grundelemente des Spiels zeigt? Nein, das machen wir nachher. So, ich habe aber auch schon gesehen, dass man hier ganz cool. Okay, das ist jetzt doch ganz schön klein. Nummernschilder auch neu machen kann. Okay, die Maus, das ist hier ganz schön heftig. Kann man hier das irgendwo einstellen? Mal gucken. So haben wir ja das Lenkrad. Was ist denn das überhaupt für, was ist das überhaupt für ein Symbol? Das ist doch ein Lenkrad, oder nicht? Muss man sich eigentlich die Karten wieder, die Felder wieder kaufen? Bestimmt muss man die wieder kaufen, oder? So, das ist der Kalender. Das ist der Seasons-Kalender, Wachstumskalender, ist klar. Oh, das haben sie aber sehr schön und sehr groß gemacht hier, finde ich. Okay. So, was gibt es denn da jetzt eigentlich alles? Weizen, Gerste, Hafer, Raps, kennen wir alles. Sorghumhirse, ich glaube, das ist auch fester Bestandteil jetzt neu. Traum ist neu, Oliven ist, glaube ich, neu. Sonnenblumen kennen wir, Sojabohnen kennen wir, Mais kennen wir, Kartoffeln, Zuckerrüben kennen wir. Zuckerrübenschnitzel, ich glaube, das ist auch neu. Also in Form von jetzt nicht gemoddet. Baumwolle gab es, glaube ich, Zuckerrohr gab es, Saatgut, klar, Eier, Wolle, Milch, Hackschnitzel, ja, Silage, Gras, Heu, Stroh, Jo, Diesel, Streusalz, Mehl, Brot, cool, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Kleidung, Zucker, Honig, Müsli, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Rosinen, Traubensaft, Trauben habe ich auch schon gesehen. Werden wir definitiv auch machen. Salat, Tomaten, Erdbeeren. Mal gucken, wo wir vielleicht mal Erdbeeren anpflanzen können. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, aber irgendwie muss das ja, denke ich mal, schon funktionieren. Weil, also hier ist glaube ich nicht, weil hier, achso, in dem Lager ist nichts. Okay. Weil Erdbeeren, ich mag ja Erdbeeren, ne? So kann man gehen, man kann im Shop Erdbeeren verkaufen. Also da bin ich mal gespannt. Erdbeeren gehen immer. Schokolade. Schokolade geht auch mal. Oh, Schokolade, mein Schokoladenpreis an. Bretter, Möbel, Mineraldünger, Flüssigdünger, Mistgülle, Gerste, Kalk, Herbizid, genau, und Steine. Das mit den Steinen, das habe ich auch schon gesehen. Das ist eine sehr geile Sache. Komme ich gleich drauf zu. Aber wie gesagt, ihr wisst, denke ich mal, schon alle wissen. Aber das werden wir gleich mal gucken. So, hier haben wir ein paar Helferfertigkeiten, Produktionen. Ah, hier haben wir ein paar Sachen. Speicherintervall, 10 Minuten, Zeitkalorie 0. So, Schwierigkeit Wirtschaft 1. So, Verkehr lassen wir mal an. Was gibt es denn hier noch? Ah, saisonales Wachstum. Saisonales Wachstum beschränkt die Saat und Ernte auf gültige Zeiträume, beeinflusst, ob Pflanzen verderben. Ja, nein, pausiert. Wir machen mal nein. So, Tage pro Monat. Das fand ich ganz interessant. Ändert die Anzahl der Tage pro Monat. Änderungen werden in der nächsten Jahreszeit aktiv.
Da kann man entweder einen Tag, zwei Tage, drei, vier, fünf, sechs. So, und da hatten wir ja, glaube ich, früher, wo wir den Seasons Mod noch gespielt haben, immer 3 Tage-Rhythmus gespielt, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Ich finde es natürlich jetzt aber auch nicht schlecht, wenn man wirklich immer pro Monat einen Tag hat, hat man 12 Tage, ein Jahr rum. Finde ich auch nicht so schlecht. Da ist ja schon mal meine erste Frage an euch in die Kommentare, wenn ihr so bald guckt und vielleicht auch fleißig schreibt. Wenn wir mal streamen, dann werde ich, wie gesagt, mit den Seasons spielen. Dann ist die Frage, soll man denn wirklich einen Tag pro Monat machen oder soll man 3 Tage machen? Also 3 Tage ist auf jeden Fall, drüber gehe ich nicht, das weiß ich jetzt schon. Aber ich glaube, ein Tag könnte auch schon fast reichen. Ne? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Würde mich freuen, wenn ihr da mir ein bisschen Feedback da lasst. So, visuelle Jahreszeiten setzt fest, ob jemand, nee, ob immer ein bestimmter Monat visuell sichtbar ist. Ausschalten für dynamischen Monat. Also, das heißt, wenn wir anmachen, dann wird immer März angezeigt, obwohl es so sieht auf Winters. Aber das würde ich dann, wenn man mit dem Season spielt, natürlich logischerweise auslassen, weil man möchte natürlich die Jahreszeit haben, wie es dann ist. So, Schnee ist, denke ich mal, klar. So, und jetzt kommen wir jetzt zum richtigen interessanten. Fruchtzerstörung hatte ich immer aus. Das würden wir dann auch machen. Das ist es nur für mich jetzt nur mal zum Eingucken, für eine Einstellung. Flügen notwendig, würde ich sagen. Ja, Lesesteine. Heißt das wirklich Lesesteine? Ich glaube. Leg fest, ob beim Grubbern und Pflügen Steine auf deinen Feldern erscheinen können. Das heißt, wenn ein Feld, bevor man es bearbeitet, man grubbert ja oder man pflügt es, dann macht man es ja so gesehen gedüngt, gekalkt, wie auch immer, dann hat man es besät. Und da können jetzt Steine kommen und die kann man dann einsammeln. Und das finde ich cool. Das finde ich eine richtig geile Sache. Genauso mit dem Unkraut. Ich glaube, wenn wir das Season-Spiel machen, wir wirklich alles an. Bis auf, ne, genau. Bis auf hier Fruchtzerstörung. Schmutz, würde ich auch sagen, normal. Automordestadt habe ich immer aus. Stop and go bei Bremse. Hatte ich, glaube ich, auch mal einen Anhänger Fülllimit. Anhänger können nur so weit gefüllt werden, bis das maximale zulässige Gesamtgewicht erreicht ist. Das würde ja Sinn machen, wenn man das anmacht. Ne? Anhänger können nur so weit gefüllt werden, bis das maximale zulässige Gesamtgewicht. Ah, oder geht es dann. Also, wenn ihr da Infos habt, Anhänger-Fülllimit. Wenn man das jetzt aus hat, füllt er deinen Hänger so voll, wie es geht. Also, man Hänger 10.000 Liter, man kriegt 10.000 Liter rein und man überschreitet damit aber vielleicht das Gesamtgewicht. Und dann wird es schwerer zu fahren. Ist es damit gemeint? Ich glaube, ne? Ansonsten einfach mal korrigieren. Würde mich echt wirklich mega interessieren. Oder würde ich euch echt mega fett anrechnen, wenn ihr mir da ein bisschen Infos reinkloppert. Spritverbrauch niedrig. Jo, und das kann man alles kaufen, kaufen, kaufen. Okay, das kann man dann ja dann alles ausmachen. Das ist eine Hilfe. Ja, genau so. Ich habe noch ein paar andere Einstellungen. Hilfefenster, lassen wir mal einen Modus für Farblinde aus. Interaktion, Feldinfo, lassen wir mal an. Geht dann halt Euro, Maß an Kilometer, da. Ah, Kamerageschwindigkeit. Da hatten wir doch gerade ein Problem. Ich glaube, ich lasse mal Fahrzeugempfindlichkeit, machen wir mal auf 250. Lenkrückstellgeschwindigkeit, machen wir auf 100. Keine Ahnung, das Thema der Lenkgeschwindigkeit, lassen wir auf 100. Richtungswechsel, legt fest, ob der Fahrzeugrichtungswechsel automatisch oder durchdrücken bei einer Taste, okay. Automatik, Tacho, Motordrehzahl, Geschwindigkeit. Oh, Tachoanzeigewert. Motordrehzahl definiert, welchen Wert im Tacho visualisiert wird. Ich würde gerne die Geschwindigkeit sehen. Auf den Zug wechseln aus. Hilfefenstertyp, automatisch, so Lautstärke, Gesamtport. Das lassen wir mal so an. Das lassen wir mal so an. Wie gesagt, das ist jetzt einfach okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Controller funktioniert. Er funktioniert. Wir können laufen. Wunderbar. Jetzt will ich mir natürlich hier nochmal ein paar Sachen angucken, die man hier mit dem Helfer hat. Jetzt ist die Frage, wie kommt man auf die Karte? Wie kommt man auf die Karte? Mit was für einer Art? Hier mal P. P wie P. P, ne, genau. Aber wie komme ich jetzt auf diese Karte? Wo war denn die Karte? War das M? M? Oh Gott! Ach, da, auf 9. Nee. Moment, ich war doch hier. Leute, wie kam ich nochmal auf die Karte? Ey, ohne Scheiß. Das ist der Nachteil, wenn man nicht streamt. Welcher Knopf war denn für die Karte? Welcher Knopf war nochmal für die Karte? Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Sache. War das nicht K? P? Ne, P war hier. P war Shop. P war Shop. Da gucken wir gleich mal. Aber wo war denn die Karte? Ey, verfluchte Inzucht. Oh, weiß einer, wo die Karte. Ach, da ist er. Ah, die müsste man doch auch mit Schnellding eigentlich öffnen können. Ach, mit E, war das mit E?
Nee. Keine Ahnung. Okay, es ist die Frage. Was ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ist Karte verschieben, Karte Zoom, X Land. Ach hier. Ah, da haben wir denn die Preise. Okay, Kontostand, zack, 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 zack. Okay. Jetzt will ich mal gucken, wo stehen wir denn? Wir stehen ja hier gerade, ne? Genau hier. Und da habe ich jetzt was gesehen mit dem Helfer. Den Pickup finde ich mal ganz geil. Da gab es doch hier bestimmt, oder kann man den überhaupt fahren lassen? Oder geht der gar nicht? Ich habe irgendwas mit dem Helfer gesehen. Oder war das hier mit dem Helfer? Ah, hier meine Helfer. So, machen wir uns hier setzen. Das finde ich eigentlich mal ganz geil. Zack, Richtung. Zack. Job erstellen. Freie Fahrt. Pickup. Job starten. Fährt jetzt alleine los. Zieh nicht ab. Also ich glaube, da muss man vielleicht. Oh Gott, ich drücke gerade F für. wie bei GTA. Motor starten. Wie gesagt, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, einfach mal in den Chat reinschreiben. So, jetzt gucken wir mal. Helfermenü öffnen. Ach, da ist das Helfermenü. Okay. Jetzt, ich weiß zwar nicht, ob man. Ich glaube nicht, dass man da drin sitzen kann, aber wir probieren es mal aus. Wir setzen ihn da mal so hin. Zack. Pickup, Aktivierung. Ach, der fährt schon. Ach, Tatsache. Cool. Konnte man nicht hier irgendwie die Sichtweite wegmachen? Das finde ich eine geile Sache mit dem Helfer. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ob das mit dem Ton passt, das werde ich nachher sehen. Geile Scheiße. Das finde ich eine geile Sache, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, ob man da drinnen sitzen muss. Pass mal, ich will noch mal gucken. Ziel setzen. Fährt er auch hier wirklich hier hinten hin? Zack. Ach, der fährt da wirklich schon los. Wo fährt er denn jetzt lang? Okay, er fährt woanders lang. Ja, dann fahren wir eine Runde. Okay. So, jetzt ist die Frage. Ah, Option. So, jetzt ist die Frage. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, wie kam man denn hier in den. Aber man musste, glaube ich, in den Baumodus, ne? Jetzt ist die Frage, wo ist hier der Baumodus? Ich war hier echt. Wie gesagt, das ist echt ein bisschen. Baumodus, denke ich mal. Ja, Baumodus hier. Silos, irgendwas Kleines nehmen. Dekoration, Lampe. Was mich jetzt hier nicht so wirklich nervt, wenn wir damit durch die Gegend fliegen. Irgendwas. Ja, komm, wir nehmen über so einen Zaun. Okay, kriegt man das jetzt hier auch wieder weg? Nee, okay. So. Okay, dann gucken wir mal an. Wir haben ja links die Karte. Das hier ist also der Hof. Das ist natürlich hier unten so ein bisschen doof gemacht, finde ich, mit dem Abreißen-Kram hier. Aber, okay. Gut. Kamera, Zoom, okay. Ja gut, ist ja egal. Man kann trotzdem ein bisschen schauen. Da wird es bestimmt irgendwen auch nochmal was geben. Aber egal. Schauen wir mal die Karte, die Map. Oh Gott. Damit. So. Das finde ich zum Gucken jetzt echt wirklich ein bisschen doof, aber da wird es bestimmt irgendwie was kommen. Aber so an sich, ich weiß es gar nicht, ihr könnt mir gerne auch mal das in die Kommentare schreiben, warum ihr diese Map jetzt gar nicht so mögt. Klar, es ist natürlich, glaube ich, noch ein Unterschied, ob man. Wie sage ich es mal, ob man die jetzt natürlich im Vorspann gesehen hat, also bevor das Spiel erschienen ist, oder ob man sich das jetzt live anluckelt. Also ich sag mal, jetzt so hässlich, pestlich finde ich das die jetzt eigentlich nicht, ne? Also klar, mag natürlich schöner Regen, geht es auch schneller irgendwie? Nee. Also groß ist die Map auch gar nicht, ne? Kann das sein? Oh, hier steht noch einer am Weg. Ach, das bin ich selber. Ah, oh, guck mal. Rehkitz. Geil. Das finde ich cool. Das finde ich geil. Geil, geil, geil. Ja, das ist echt so ein bisschen doof gemacht. Kamera kippen, löschen, abbrechen, Kamera zoom, okay. Also zum Fliegen ist das jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass da auf dem PC ganz schnell irgendwie mal ein Mod kommt, der. Obwohl, da gab es doch, glaube ich, ja nicht. Ich glaube, da muss noch in die Konsole. Ah, da muss ich mich echt erstmal wieder schlau machen.
Weil das hier unten, sag ich mal, das alles hier, das ist natürlich doof fürs Rumfliegen, ne? Aber egal. Aber ich bin ganz ehrlich, jetzt so extrem hässlich finde ich sie nicht gut. Schön, jetzt auch nicht unbedingt, aber das ist, ja. Und jetzt auch wieder die Frage. Also mit dem Menü muss man sich echt nochmal erst gewöhnen, ne? Okay. So, dann gucken wir mal an hier. Was haben wir denn jetzt hier? Ach ja, genau. Was ich auch nochmal gucken wollte, ist natürlich, aber ist jetzt dieses richtige Ding? Ja. Ich habe gesehen, dass man auf einigen Landkreisen, wollte ich gerade sagen, Kennzeichen hat und das ist wohl überall anders. In Form von Europa, Amerika etc. pp. Gucken, ob man da sowas überhaupt machen kann. Das würde mich jetzt aber mal so interessieren. Bobby Z. Leerzeichen kriegt man da, glaube ich, nicht hin. Ne? Das wäre natürlich jetzt auch noch richtig geil. Aber wenn es hier sagt, Bobby Z 1, beispielsweise, das müsste doch auch passen. Ne? Vorne und hinten. Hauptfarbe, kann man das echt anders machen? Oh, ah, cool. Was ist denn da überhaupt lila oder pink? Ach, die Farbe. Okay, das könnte ja schwarz bleiben. Okay. Okay. Du hast nicht genügend Geld? Ach ja, haben wir ja nichts. So. So, also dieses Hilfefenster, das machen wir auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Konnte man das nicht auch ein bisschen ausmachen? Das Hilfefenster machen wir auf jeden Fall kleiner. Also ich glaube, die Kennzeichen, das ist echt so, was das für Karten sind, ne? Also grafikmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die natürlich ordentlich was draufgepallert. Oh, da kann man auch wissen. Ich glaube, von der Sitzposition passte das schon. Okay, Helfermenü öffnen. Das ist aber echt nicht so schlecht. So, können wir ja mal wirklich sagen, den hier, Ziel setzen. Hier war ja der Hof, ne? Dass man sagt, pass auf, hier so zum Hof. Fahrtrichtung dahin. Und, oh, dann fährt er schon. Cool. So. Was mich jetzt noch interessiert ist, wo ist er denn hier? Das Grubber-Ding und das mit den Steinen. So, und wenn man jetzt hier ganz normal, kann man doch auch den Helfer einstellen. Achso. Wenn man jetzt aber das Helfermenü mal macht, wo ist denn das denn überhaupt? Wo war denn das jetzt mit dem Helfer-Ding? Das muss ich mal gucken. So, da haben wir ja hier genau so den MF. Ja, wo sind wir denn? So, wenn wir jetzt den Job erstellen. Feldarbeit. MF. Job starten. Aber macht er das nicht? Macht er mal nur... Okay, er verwendet durch Objekt blockiert. Achso, deswegen hat das Ding auch wieder hier. Okay. Moment. Oder gebt mir immer nur einer. Wenn ihr da Infos habt, auch gerne mal her damit. Würde mich natürlich mega interessieren. Moment. So, jetzt gucken wir mal. Wir könnten jetzt den... Wieso ist denn der jetzt hier weg? Job erstellen. Feldarbeit, freie Fahrt, Feldarbeit. Nein. Jetzt was? Ah, es macht doch das. Okay. Ah ja, und hier haben wir die Steine. Die Steine muss man dann aufs... Oh, die sind ja wirklich richtig... Ei, geil. Die gucken ja sogar richtig raus. Geile Sache. Auf Foto mal.
Also ich finde auch von der Grafik her, auch vom Gefühl her, ist das gar nicht mal so schlecht gemacht, ne? Oder was meint ihr? Die Frage ist natürlich, wie sauber arbeiten die, ne? Das ist klar. So. Aber ich würde mal sagen, wo kommen wir denn hier überhaupt wieder zurück? Also raus, meine ich jetzt mal. Das ist natürlich eine gute Frage. Also mit dem Menü muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich mich natürlich... Ah, das Spiel verlassen. Da muss ich mich natürlich erst nochmal mit Zeug finden. So, und jetzt gucken wir uns auch nochmal die eine Karte an, die wir dann natürlich auch als Gameplay spielen wollen. Sprich, da können wir schon ein bisschen anders machen, die Elm Creed. Weil, wie gesagt, ich denke mal, die... die Erlengrad brauchen wir uns nicht angucken, das wird die gleiche sein. Wir starten wir hier mal so, wie wir starten wollen würden. Und da können wir vielleicht auch schon irgendwas machen. Fahrzeuge verkaufen, Fahrzeuge holen, mal gucken. Aber wenn man noch irgendwie einen Tipp bekommen könnte, wie man besser über die Karte fliegen kann. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar für. Ja, das ist ja natürlich eine Folge, die geht schon seit 36 Minuten. Also wir sind in der 37. Minute. Aber gut, mein Gott, das ist die erste Folge. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt sich das noch jemand anguckt. Ob überhaupt noch Leute da sind. Aber für alle, die auch bis jetzt da geblieben sind. Leute, mega, mega fettes Dankeschön, dass ihr mich in den fast ein Jahr nicht komplett vergessen habt. Und wie gesagt, es wird auch wieder regelmäßig kommen. Also daher so. Jetzt werden wir es mal ein bisschen schick machen. So, ich habe schon gesehen, wir haben ja wir machen das mal so ein bisschen real. Wir haben ja Glatze, dann können wir auch eine Glatze machen. So, ich habe auch so ein bisschen Vollbart. Gibt es kein Vollbart? Achso, muss man oben und dann unten machen. Ah, okay, das ist auch ein bisschen dick, das Ding. Nimm mal den. So, das passt sogar, okay. So. Das sind ja die fertigen. Wir können natürlich auch irgendwas Individuelles anziehen, ne? Wo ich das eigentlich auch nicht so schlecht finde. Aber das hier mit der Weste finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sieht aus wie so ein Forstarbeiter. Was nehmen wir für eine schicke Hose? Die Hose würde eigentlich gut dazu passen, aber da... Hier, aber eine Hose mit Gürtel. Perfekt, eine Hose mit Gürtel. Kann man die farblich ändern? Ah, Farbe wählen. Cool. Cool, kann man das hier auch machen? Kann man hier auch die Farbe wählen? Ach, Tatsache. Ja, leck mich fett, Alter. Dann machen wir die mal dunkel. Das ist ja geil. Da kann man auch bestimmt die Farbe beim Dings hier wählen, oder? Oh Gott. Nehmen wir mal den zweiten, oder? Komm her, nehmen wir den zweiten. Kann man hier auch die Farbe wählen? Ach, haben wir schon, okay. Obwohl der schon ein bisschen besser aussieht. Aber wir sind ja blond. So, Schuhe. Was gibt's denn da alles? Gummistiefel passt eigentlich auch ganz gut, ne? Boah, die gucken hier so ein bisschen durch die Hose durch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich würde echt sagen, hier, boah, keine Ahnung. Sneaker, ja, läuft. Die hätte ich für schon gerne genommen, aber die gucken hier leider durch die Hose durch. Ich würde sagen, komm, nehmen wir die Stiefel. In Dunkel. So, und Hut, ach, geil. Cappy, Mütze. Ja, das finde ich echt eine geile Sache. Ja, nee, ist klar. Das finde ich, richtig geil. Komm, wir nehmen was Neutrales. Wir nehmen was Neutrales und gucken, dass wir das auch irgendwie braun kriegen. Komm her. So, oder? So können wir doch rumlaufen, oder meint ihr nicht? Doch, so kann man nur... Handschuhe! Aha, ja, natürlich! Was nehmen wir denn für Handschuhe? Aber wir nehmen gar keine Handschuhe, oder? Ob ihr das hier unten gerade seht, von meiner Steam-Anmeldung, das weiß ich gar nicht. Das muss ich dann noch ausschalten.
Obwohl ich eigentlich die Sandschuhe schon schlecht finde, aber auch in Braun. Auch lieber die in Dunkel. Das eigentlich. Ah doch, das ist ein Leiter und das nehmen wir die hier. Okay. Davon machen wir mal ein Foto. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Ach, Brillen gibt's auch noch. Yo! Yo! Ey, das ist ja mal geil. Also ganz ehrlich, Respekt. Komm, wenn die passt. Noch mehr? Das war's. Oder so können wir noch gehen, oder was meint ihr? Ja, so können wir gehen. So, eine kleine Tour. Ich würde mal sagen, wollen wir eine kleine Tour machen? Ich weiß es nicht. Nein. So, um die Tour zu einem schweren Zeitpunkt zu starten. Okay, so. Jetzt machen wir jetzt mal ganz kurz die Einstellungen, weil das ist, wie gesagt, der Spielstand, mit dem wir noch spielen wollen. Ja, mal das. So, Schmutz. Aber wir gehen jetzt mal ganz nach oben. Spielstand. So, das ist das Gameplay. 15 Minuten. Machen wir erstmal auf 0. Schwierigkeit einfach. Verkehr machen wir an. So, saisonales Wachstum. Das machen wir, wie gesagt, in der Gameplay-Kram nicht. Visuelle Jahreszeiten setzt fest, ob immer ein bestimmter Monat ein. Die sollen schon, ne? Aber haben wir ja eh nicht. Fruchtzerstörung machen wir mal aus. Flügen machen wir auch erstmal. A machen wir an. Lesesteine machen wir an. Kalken machen wir an. Und Unkraut machen wir an. Schmutz normal. Automatischer Motorstart aus. Stop and go an. Anhänger für Limit. Das, wie gesagt, wenn ihr mir da echt mal helfen könnt, was es genau bedeutet, an und aus. Aber ich glaube, wenn wir das anhaben, dann wird wirklich nur bis Gesamtgewicht gefüllt. Und wenn wir es aushaben, dann wird der Hänger nochmal voll gemacht. Sprit machen wir mal normal. Helferbetankung machen wir alles aus, weil das brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Hilfefenster, ja, aber das Hilfefenster hätte ich gerne ein bisschen kleiner. Das finde ich ein bisschen groß. Interaktionen, genau, Feldinfo an, genau, Geldeinheit, Euro, Kilometer, Celsius, Flächeneinheit, Hektar, Radiobereich, okay. Fahrzeugkamera zurücksetzen, merkt sich beim Aussteigen die Kameraposition für jedes Fahrzeug. Das machen wir erstmal aus. Federung, Innersicht folgt der Federung in Sitzfedern und gibt somit ein realistisches Fahrgefühl. Das können wir ja mal anmachen. Die Fahrzeugkamera versucht immer horizontal zur Umgebung ausgerichtet zu bleiben. An, okay, V-Achse, ja, das haben wir an. Vereinfachte Kransteuerung, keine Ahnung. Die Geschwindigkeit finde ich eigentlich ist alles so okay. Richtungswechsel, automatisch, Tachoanzeige, auf und Zug springen aus. Helfertyp, so Lautstärke, Umwelt. Kriegt man hier nicht das Hub kleiner? Man kriegt doch, oder muss ich das im Vormenü machen? Das kann man, das kann natürlich auch sein, dass das im Vormenü war. Dann müsste ich gleich nochmal ins Vormenü gehen. Weil ich habe irgendwo was mit Hub gesehen. So, machen wir jetzt mal speichern. So, speichern. Dann verlassen wir es mal, weil ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen. Gameplay-Denke da. Fenstermodus, Helligkeit, Inhab skalettieren. Ah, da. Das reicht eigentlich, wenn das 50% ist, ne? Anwenden. So, zurück. So, Karriere. Zack. Weiter. Start. So, jetzt haben wir fast. Schon 44 Minuten. Ja, leckt mich fett. So lange werdet ihr bestimmt gar nicht gucken. Aber. Ja. Ist ja egal, ne? So, wie gesagt, ob es mit dem Ton passt, auch gerne reinschreiben. Passt es mit dem Ton, passt es nicht? Ach, der hat schon geladen. Ja, das geht ja hier. Holla die Waldfee. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. In den Fuhrpark. Haben wir denn, das sind die Marken, das sind die Fahrzeuge. Kann man hier irgendwo sehen, unsere eigenen Objekte, Pakete, was Pakete? Ach so. Gekaufte Gerätschaften, hier haben wir sie. Oh, ach, das ist sogar noch auf. Ah! Mittlerer Traktor, metrischer. Ach so, man hat sogar. Ei, okay.
Also sprich, ich gehe jetzt hier auf mittlere Traktoren und sehe dann, zack, ich habe drei Traktoren. Okay. Komm her, wir verkaufen die jetzt einfach mal. Wir verkaufen einfach mal alles, was wir haben. Weil. Ne, den verkaufen wir erstmal nicht, weil wir haben bestimmt irgendwas zum. Ne, genau. Verkaufen, ja. Hänger, ja. Schneider der Baumann, Grubber. Den können wir auch erst einmal verkaufen. Seetechnik. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was es überhaupt alles für Fahrzeuge gibt. Schneiderwerktransport kann auch weg. Und Gewichte können auch erstmal weg. So. Das heißt, wir haben ja jetzt hier diesen Mähdrescher. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist erstmal die Frage. Jetzt ist natürlich erstmal die ganz große Frage, ist jetzt Land. So. Was gehört uns denn alles? Wie gesagt, wir spielen ja ohne Seasons. Und die Karte muss ich mir ehrlich gesagt auch nochmal gleich ein bisschen angucken. Das heißt, wir haben hier drei Felder. 4, 5 und 46. Okay. Und ich bin ganz ehrlich, mit der Skalettierung oben rechts, links und sowas mit der Anzeige, das ist alles ein bisschen kleiner. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Bin ich ganz ehrlich, das finde ich gut. Und damit muss ich mich echt noch zurechtfuchsen. Land. Das ist denn der Helfermodus. Das ist das Wetter. Preise pro 1000 Liter. Also das ist noch ein bisschen tü-lü-lü-lü. Ah ja, hier Alter 9 Monate. Okay. Verkaufte Fahrzeuge 3,15. Hier haben wir den Kontostand. Okay. Verträge. Okay. Man kann natürlich auch wieder ein bisschen Lohner machen. Ne? Ist auch so. Also das Menü finde ich ganz ehrlich, das ist ein bisschen ja, ne? Ja, das ist ein bisschen naja. So, wo war denn jetzt das mit dem Bauen? Wo war denn das jetzt mit dem Bauen? War das hier? Auf P wie P? Ich glaube, das war hier, ne? War das hier? Gemietete Geräte. Ah, Mods? Nee. Ah, hier. Dach da unten. Ah. P? Land? Kann man da nicht bauen drauf? Ah doch, hier bauen. So, jetzt werde ich jetzt mal gucken. So, wir haben ja das Feld. Okay, die Karte ist natürlich sehr klein. Wir haben dieses Feld. Dieses Feld. Dieses Feld. Und dieses Feld. Also ein kleiner, schnuckliger Hof, wo man zum Anfang nicht viel hat, ist aber okay. Wir haben ein Hofsilo. Wir haben hier Scheune. Okay, hier sind noch ein paar Hofeinfahrten mit Wasser. Was ist das denn hier? What is this? Okay, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ungefähr. Wir fangen an mit klein. Okay. So, was kann man hier überhaupt alles bauen? Produktionen, Tiere, Dekoration. Also das ist das, was ich schon mal sehen wollte. Man kann ja hier einen Zaun jetzt wirklich bauen. Und sagen, zack, Tatsache. Tatsache, geil. Also das geht. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So kann man nämlich sein Grundstück so gesehen auch mal einzäunen dann später. Dass man wirklich sagt, jetzt zack, bis hierhin. Ne? Geht es bis hierhin überhaupt? Tatsache, das geht echt. Kann man denn hier sagen, auch noch hier, zack. Nee, das ist nicht mein, aber hier kann man so sagen, zack. Dass man wirklich später sagt, hier, man zäunt sein ganzes Hab und Gut ein. Also. Das finde ich eigentlich eine geile Sache. Da werden wir auf jeden Fall dann auch natürlich was Schickes zaubern. So. Das ist auch noch gleich. Nee, ich glaube, ich mache den ab nachher wieder ein bisschen größer. So, jetzt ist die Frage. Der Helfermodus. Das war jetzt hier, war das auf P? Nein. War das, wo war jetzt der Helfermodus? Der war ja hier, ne? Helfer? Hier war der Helfermodus. So. Da können wir jetzt sagen: Job erstellen, Feldarbeit, Job starten. Ach, da fängt er wirklich schon an. Cool. Ja, ich mache das Hub wieder ein bisschen größer. Okay. Das heißt, der Helfer, da macht jetzt erstmal Acker, Acker, Acker. So, jetzt müssen wir aber jetzt nochmal. Der Shop war, glaube ich. Ne, der Shop war auf P, ne? Genau, P wie, genau. Gucken wir mal. Kompakttraktor. Was haben wir denn da Schönes?
Ich wollte gerade sagen, das ist alles. Oh Gott, das haben sie jetzt aber hier ein bisschen. Doch, okay. Das ist natürlich, also das braucht man hier, glaube ich, für die Weintrauben. Ne? Genau, das ist die Frage. Da habe ich schon gesehen gehabt beim Pijoco, dass hier nicht mehr wirklich steht, wofür irgendwo was ist. Das muss man wirklich in die Kombination sehen. Ja. Aber wir schauen mal, was wir erstmal uns angeln wollen. Schöner, guter alter Fan. Aber ich würde mal sagen, zum Anfang wäre vielleicht ein. Was haben die denn hier schick? Ja, der ist doch schick. Der ist doch schick. Der ist richtig schick. Schickilacki. Also es gibt hier schon. Ah, hier Oliventechnik. Steht aber extra drauf. Läuft. Aber war der nicht auch irgendwie hier für Oliventechnik? Ah nee, der war zum. Ja, genau. Was ist das eigentlich? Wofür ist der denn? Oh, die Lackierung ist ja mal mega sexy, ne? Mega Porno. Mega Porno. So. Baumwolltechnik. Da werden wir im Laufe der Zeit bestimmt einiges hinkriegen. Autos. Ah, die DLCs vom LS19 läuft. Diverses. Ach, damit konnte man, glaube ich, dieses Large, wenn ich das richtig gesehen habe, machen. Okay. Wir brauchen erstmal einen mittelgroßen Traktor. Ihr wisst ja, ich war schon immer ein kleiner MF-Fan. Obwohl ich den auch nicht schlecht finde. 175 PS, der hat bis 200 PS. Das ist auch so ein alter. Oh, alter. Den finde ich irgendwie hässlich. Ich weiß nicht warum. Schreibt es mir mal an, wie ihr den findet. Ich finde den hässlich. Hat ja gar kein Kennzeichen. Ach doch, doch, könnte man machen. Ah, cool. Okay. Typ 1, 2, 3, 4, 5. Achso. Ah, cool. McCormick. Das ist, glaube ich, eine neue Marke, ne? Sieht ein bisschen aus wie der MF. Also. Klaas wieder mit dabei. Hier ist er, der Macy für. Ich glaube, den hatten wir gehabt. Ich glaube, das ist der große MF hier. MF8S. Ui. Sieht ein bisschen aus. Oh Gott, wie heißt denn dieses alte Schlüter? Ich glaube, der Schlüter. Der sieht ein bisschen aus von der Seite wie der Schlüter. Der ist ja mal sexy. Alter, ist der sexy. Die Front. Boah. Alter, ist der sexy. Uiuiuiuiui. Aber ich hatte auch schon genau, und da wollte ich gerade darauf hinaus, es gab, glaube ich, auch einen neuen Deutz. Das ist ja der Deutz 7. Ah, der Deutz 7, den kriegt man hoch bis 247 PS, aber gab es nicht. Ah, genau, hier den Deutz 8. Bis 287 PS. Der ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, der Deutz 8 müsste sogar ganz neu sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der müsste komplett neu sein. Okay. Ja, was holen wir denn? Ich würde mal echt sagen, wir holen uns hier diesen hier, ne? Für den Massey Ferguson. Ich glaube, Trailborg. Ich glaube, die Trailborg-Reifen fand ich immer. Oh, Mitas, die sehen auch nicht schlecht aus. Aber ich glaube, die Trailborg-Reifen passen schon. So Reifenvariante habe ich schon gesehen. Breitreifen. Es gab auch Breitreifen 2, ne? Genau. Oh, das ist natürlich auch sexy. Hey, guckt euch das an. Oh. Aber brauchen wir Breitreifen 2? Nein, ne? Ich glaube, Breitreifen normal reichen. Frontladeranbau. Machen wir mal mit dran. Ah, da gibt es auch verschiedene Marken. Quickie Hauer. Das ist ja geil. Cool. So, Motorausführung. Hier haben wir den. Wir haben jetzt gerade. Okay, jetzt haben wir die 245 PS, die 265, die 285, 305, 325, 325, das ist natürlich heftig. So ein Kennzeichen. Was sind wir denn da für Kennzeichen? Typ 1. Also ich würde echt sagen, wir nehmen hier, ja, sowas dann, ne? Machen wir hier so, machen wir das so, und dann gehen wir die wirklich Reihe nach durch, so wie wir sie kaufen. Bobby. Zack. Und dann 001. Oder? Was meint ihr? So lassen? Ja, ne? Ich frage gerade, wie in den Chat. Ja, läuft. Machen wir so. Bobby 001. Vorne gar keiner dran. Hinten auch nicht. Vorne und hinten. So, läuft.
Bobby 001. Das ist unser erstes Fahrzeug. Okay. Der kostet auch mal eben schlappe 254.000. Läuft, kaufen wir. Okay, dann brauchen wir natürlich noch ein Gewicht. Da ist jetzt die Frage, Gewichte müsste dann hier mit sein. Gewichte, was haben wir denn daran? Das ist ja ein bisschen größer. Ja? Ah, ich glaube, ich hatte da mal um die 700 Kilo Gewichte dran. Eine Tenwinkel, Ah, ich glaube, oder waren das schon Tausender Gewicht? Ich glaube, ich hatte schon Tausender. Komm, mach mal Tausender Gewicht dran. Farbe. Macy Ferguson Rot. Joop, kaufen. Läuft. Dann zurück. Und dann brauchen wir ja noch, was haben wir denn hier? Achso. Einen Hänger. Wir brauchen noch einen Hänger, Was haben wir denn da gut alles im Angebot? Den Welker finde ich gar nicht mal so schlecht. Da steht aber gar nicht. Ach, da steht die Menge gar nicht mehr drauf, ne? Das ist die Kilo. Da steht gar nicht mehr drauf, wie viel Liter da reingehen, oder? Oh, das ist aber schade. Steht hier echt nicht mehr drauf? 8 Kubikmeter. Steht das nur in Kubikmeter? Wenn das einer weiß, bitte reinschreiben. Geht das nicht mehr nach Liter? Geht das nicht mehr nach Liter? 18 Kubikmeter? Also, das ist natürlich mehr als mehr, ist klar. Guck mal, die sind alle für Menge gleich. Ah, das wäre jetzt natürlich schade. Wie gesagt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob man das wieder in Liter anzeigen kann. Das wäre natürlich viel geiler, weil ansonsten bei 18,5 ist eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Ah, der hat hier sehr wenig. Ne? Okay, ich würde mal sagen, wir machen den hier. Den Brandner. Der wiegt ein bisschen weniger, der Brandner. Nehmen wir den. Die Reifen können wir... Ah, dann nehmen wir ruhig die Trailbox. Obwohl, nee. Oh, die Michelin-Reifen richtig sexy. BKT. Okay, dann nehmen wir die Michelin. Ride-Reifen. Abdeckung. Ja. Hauptfarbe. Rot. Okay, da können wir jetzt... Genau, das ist ja dann so gesehen der zweite. B-O-B-E-B-B-Y. Zack. Und 1, 2 und Bobby 2. Nur hinten, genau. Okay. Kaufen. Yes. So. Da steht die Literzahl drin. Also das hier mache ich definitiv noch mal ein bisschen größer, das ist klar. Aber schreibt es mal rein, ob man das irgendwie umstellen kann mit den Litern. Auf jeden Fall ist das hier sonst jetzt fertig. Ne? Du musst nur diesen Motor starten. Das sind jetzt 3600 Liter. Okay. Bobby 001. Also ich finde den geil. Ach, da ist die Karte. Ah, wo sind wir denn überhaupt? Das muss ich mal selber kurz gucken. Wir sind, ja, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ist das hier der Shop? Nee. Wo ist denn der Shop hier? Müsli. Zug mieten. Okay, läuft ein Zug mieten. Wo ist denn hier der Shop? Okay, da müssen wir echt mal schauen. Oder ist das hier der Shop? Nein. Wir gucken mal, wir müssen auf jeden Fall. Ja, dahin. Wo sind wir denn da? Ach, da sind wir. Ah, nach rechts müssen wir weg. Ich finde den geil. Also ich finde diesen Macy Ferguson geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, der gefällt mir mal richtig lecker Schmecker. Abdeckung öffnen, zack. Geil. Abgibseite hinten. Also es fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Das muss ich schon mal sagen.
Also das Spiel an sich so auf dem ersten Meter gefällt mir sehr, sehr gut. Tippitoppitoppi, auch mit den Kennzeichen finde ich eine geile Sache. Wir sind ja hier, das heißt, mein Hof müsste es gleich da links sein. Also das Hub mache ich hier ein bisschen größer. Aber wie gesagt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob man die Literzahl an den Fahrzeugen machen kann. So, und es... Abkuppeln. Muss ich da jetzt extra rein? Macht das nicht mal automatisch oder was? Ah, okay. Man muss einsteigen. Coole Sache. Und dann werden wir gleich die Mähdrescher auch noch einmal verkaufen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was im Silo haben. Und dann würde ich auch für heute Schluss machen. Mal eine Stunde Gameplay. Das ist ja schon mega heftig. Aber gut, wir haben auch eine ganze Menge uns angeguckt. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Und da, wo waren jetzt... Das hier müssen unsere Fahrzeuge sein, ne? Genau, den können wir nochmal verkaufen. Yes, baby. Und den verkaufen wir auch nochmal. Yes, baby. So. Abkippseite haben wir hinten. Dann machen wir mal links. Jetzt sehe ich das aber auch. 3600 Liter, aber beim Kaufen sieht man das leider nicht. Das finde ich so ein bisschen doof. So, kippen wir mal ein bisschen ab. Oh, das ist aber auch geil. Seht ihr das? Aber vom Klang her. Geile Scheiße. Also das finde ich tippitappitoppi. Muss ich ganz ehrlich sagen. Tip top, top. Oh, jetzt habe ich irgendwie die Rundumleuchte angemacht. Wie habe ich die jetzt angemacht? Ah, da. Okay. Oh. Konnte man das nicht irgendwie wegmachen? Also oben... Keine Ahnung. Das Fenster verdecken? Kein Plan. So, was haben wir denn da alle drin? Weizen. Ansonsten ist alles leer. Okay, wir haben wirklich nur das... das Weizen drin. Okay. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, bedanke mich bei euch allen wirklich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ja, wie gesagt, spätestens am Donnerstag geht es hier weiter. Da werden wir schauen, dass wir uns den Mähdrescher besorgen oder auch noch einen Grubber. Wir müssen ja dann die Felder hier auch bearbeiten. Da werden wir einen kleinen Grubbertag einlegen. Steine, ach ja, Stroh können wir auch noch einsammeln. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Oh, okay, das ging jetzt mal so daneben. Wie gesagt, ich bedanke mich. Dankeschön auf jeden Fall, falls ihr ein Däumchen da gelassen habt. Wenn nicht, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich, ich bin raus und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.